Druckbereich via Makro festlegen. Sie können in Excel anstatt des gesamten Tabellenblatts auch eine Auswahl drucken. Den Befehl finden Sie im Dateimenü unter Drucken und weiter unter Einstellungen. Sie können für diesen Zweck aber auch ein einfaches Makro verwenden. Sehen Sie selbst. Dazu benötigen Sie das Register Entwicklertools, das Sie unter Umständen erst in den Excel-Optionen unter Menüband anpassen aktivieren müssen. Dann wählen Sie aus diesem Register den Befehl Makros. Vergeben Sie einen passenden Makronamen, etwa Druckbereich, und klicken Sie anschließend auf Erstellen. Sie befinden sich nunmehr im VBA Makroeditor und können hiermit einfache Programmierungen durchführen. In diesem Fall schreiben Sie zwischen Sub und End Sub folgenden Befehl: Range, dann eine Leerstelle, eine Klammer und nun der Druckbereich, etwa A1 Doppelpunkt B10. Schließen Sie die Klammer und fügen Sie nach einem Punkt den Befehl Print Out an. Über das Dateimenü schließen Sie den Editor und probieren es gleich einmal aus. Sie müssen dazu das soeben erstellte Makro aufrufen. Wählen Sie erneut die Schaltfläche Makros und in der Folge den Befehl Ausführen. Der Druckbefehl wird ausgeführt und im Drucker müssten Sie das Ergebnis sehen, nämlich die Werte des Bereichs A1 bis B10. Wenn Sie mit diesem Makro ein wenig experimentieren möchten, dann empfiehlt es sich, vorübergehend den Befehl Printout durch Print Preview zu ersetzen. Nun wird beim Aufruf des Makros nicht gleich gedruckt, sondern die Seitenansicht aufgerufen, wo man recht schön die Auswirkungen etwaiger Änderungen erkennen kann. Damit es noch bequemer wird, wählen Sie über Einfügen eine einfache Schaltfläche aus. Diese ziehen Sie an beliebiger Stelle auf. Sobald Sie die Maus loslassen, öffnet sich der Dialog Makro zuweisen. Sie weisen natürlich das vorhin erstellte Makro zu und klicken danach auf OK. Klicken Sie nun einmal mit der Maus auf eine freie Stelle neben der Schaltfläche. Die Markierung verschwindet und wenn Sie nun die Schaltfläche betätigen, wird das zugewiesene Makro ausgeführt. Die Seitenansicht wird aufgerufen. Und nun können Sie nach Belieben experimentieren. Ändern Sie den Bereich zum Beispiel auf A1 bis B15. Nun werden die ersten 15 Zeilen ausgedruckt bzw. in der Seitenansicht angezeigt. Und wenn alles passt, ändern Sie den Befehl Print Preview wieder in Print Out um.